Malta, bringt eure Frauen in Sicherheit. Der hungrige Hurensohn ist zurück. Let's go. Alright. Okay. Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Ich bin hier gerade auf der Autobahn mit Sascha. Keine Ahnung, was der da macht. Digga. Na, er genießt die Aussicht. Ja, komm vorbei. Wie lange will Deutschland einen Running Gag reiten? Ja. Kannst jederzeit im Pool springen bei mir. Digga, wirklich, also, Bro, es ist einfach an der Zeit, dass Selfie Sandra und Sascha einfach gemeinsam eine eigene Kippenmarke rausbringen. Hugo! Die Leute von Endgame, fickt euch, ihr seid alles Hurensöhne. Doch nicht nur mit Ingame hat Monte ein Problem. Capri-Sonne hat ihn nämlich von Amars Live-Event ausgeladen. Respektiere ich. Ist doch von Capri-Sonne deren Meinung. Für mich logische Schlusskonsequenz. Mein Capri-Sonne-Eis ist in die Mülltonne gewandert. So. Das wird Capri-Sonne extrem sauer gemacht haben. Maybe next time, du Hurensohn. Wo wir jetzt auch gerade bei dem Punkt sind, Durstlöscher fand ich schon immer besser. Guck mal, ich weiß, ihr werdet sowieso gleich lachen. Ich bin kein Model, weil ich halt mir halt einfach nicht mehr leisten. Sind Sie bekifft? Nein. Wir haben eben vorher gesagt, es ist der perfekte Snack, wenn man gekifft hat. Ach so, Entschuldigung. Wir sprechen in 2 Jahren wieder. Nicht wegen dem Kiffen, wegen dem Sieg. Drop like a narco, narco, guy don't like Pablo. Ist der größer als du oder kleiner als du? Wie viele Sprachfehler hast du? Das legendärste Trio der Twitch-Geschichte. Ich hab dir gesagt, du würdest gut bei OnlyFans verdienen. Wer würde bei ihr OnlyFans abschließen? Digga, what the fuck, Alter. Mal alle eins. Eins heißt ja. Jede Eins sind 5. Eins heißt ja. 25 Euro, Nathalie. Wer ist hässlich in der Mitte? Halt's Maul, Alter. Ich bin gleich deine Mutter. Nach gegeben. Dem der Rentner nun beleidigt abgezogen ist, endlich in Ruhe auf hungriger Hugo reagieren. Oha, Chat. Mach mal ein Gruß. Ja, ich klick doch jetzt da drauf. Oh, mach nochmal von vorne. Chat, ist das vom... Ja, oh, die regen sich jetzt auf, dass wir weiß haben, nicht schwarz. Du hast den White-Modus. Abschaum ist so. Wie kann man das denn ändern? Diese drehen durch, nur weil man ein Ding hat. Leute, die auf Twitch freiwillig White Mode drin haben, Digga, die gehören lebenslang in den Knast. Chat, wir können nicht lauter machen. Fucking Flashbang in my eyes, no joke. Ist doch gut, Mann. Wo sollen wir lauter machen? Achso, können wir echt. Oh, meine Ohren platzen. Voll kleiner gut, machen? Nein, das mache ich jetzt. Das dauert mir jetzt. Ah, bei mir fällt das schon auseinander hier. Lauter? Sind Sie verrückt? Oh, das ist voll laut. Chillige Reaction auf jeden Fall. Ist das nicht laut, Geld? Ach so. Hörst du nichts? Ich glaube, die Kabel sind Schrott, Mann, Schmutz. Jetzt aber endlich die Reaction. Let's go! Hä? Ich finde das so schön, wie Vater und Tochter hier zusammen lachen. Ich habe Gefühle für dich, Revi. Selber schuld. Mysterium, der Typ hat euch gefragt. Nicht mich hier. Nicht? Hä? Hast du deine Lache? Ja, deine Lache ist auch... Ist euch mal aufgefallen, dass Kevin wirklich Tage hat, wo er extrem gut aussieht? So alle 2 Wochen gibt es so einen Tag, wo Kevin wirklich nice aussieht. Und dann gibt es aber wieder so 13 Tage am Stück, wie Kevin halt richtig scheiße wieder aussieht. Wisst ihr, was ich meine? Also manchmal hat er einfach Tage, finde ich, wo Kevin nice aussieht. 19 Monate Subscriber, Digga. 19 Monate Subscriber. Monte, ich will deine Pisse aus einer 1 Liter Flasche trinken und gurgeln. Ich will deine Zehennägel abknuspern und in mein Müsli spucken. Aha. Ich will dein Penis als Handtuchhalter benutzen und deine Hornhaut als Parmesan für meine Nudel abreiben. Warum wurde er gebannt? Wie alt bist du? Langeweile, deswegen. 15. 15? Ich schwöre auf alles. Ich dachte, die ist 40. Ich schwöre, ich dachte, du bist
Robert. Warum denken alle, dass ich irgendeine scheiß Oma bin, Alter? Oh! Trampolin war einfach die beste Investition überhaupt. Ich kann einfach in die Zimmer von fremden Leuten gucken. Spaß. Die Wohnung habe ich gekauft. Wir sind so ein Wichser. Sehr stolz, euch hier live im Fernsehen zu haben. Und wenn Gisela was raushaut, dann haut Gisela verdammt Arsch. Noch. Der künstliche Applaus ist echt cringe. Ich packe meinen Koffer für Malta und nehme mit. Ich hab sie sogar dabei. Twitch, wie gesagt, ganz kurz. Nein, nichts, Maschallah. Nichts. 2 seconds later. Alles ab. Das war's mal wieder. Das darf man sagen. Ist okay. Wenn ich jetzt mit der Kamera das gleich auf Scherz hinmache, dann ist da nur mein Hotelzimmer. Aber die kennt ihr ja noch. Oh, guck mal da rechts. Ist nicht mal im Übrigen, ne? Ist sogar zu. Krass, wie Monte sich verändert hat. Er hat wirklich Angst vor dem Twitch-Bann und seiner Existenz. Schade, ich dachte, der wäre real. Panini-Sticker-Opening mit echten Vollprofis. Pass auf, so macht man das! Was? Einfach mal lecken an dem Ding. Diesmal schmecken die echt gut. Digga, wie diesmal schmecken die einfach gut. So, machen wir mal hier an. Oh, Brasilien. Brasilien? Dann haben wir hier einmal Casper Brasilien. Achso, du meinst es bei dir. Es gibt kein Brasilien bei EM. Und Deutschland! Emotion! Ui! Holo hinten dran! Sergei Gnabry! Pressende Klimpempe. Pressende? Aus Italien, Crio Immobilie. Ciro Immobilie. Immobilienmakler. Gergorini Vladinum. Jorginho Wijnaldum. Gianluca Domenico Marumpa. Gigio Donnarumma. Xaver Schlager. Ich bin so schön, ich bin so toll. Alter, Digga. Ich bin der Anton aus Tirol. Yvonne Mongo. Digga, Jens. Ich hab gar nichts gemacht. Weißt du, wie er aussieht? Wie? Der Kapitän von den Simpsons in dünn. Arr. Was? Arr. Ich schwör dir original, sag ehrlich. Arr. Digga, keine Ahnung. Ohne Scheiß, wer weiß, wer ich bin? Wer weiß, wer ich bin? Weiß keiner. Na, Junge, Bella, wie kann man das nicht wissen? Einer schreibt Hitler rein. Was bist du denn? Bist du da was? Digga, best Hitler Impression I ever saw. Ich fand das so witzig. Knossi und Monte über Casinos. Du spielst gar nicht mehr privat, weg, oder was? Null, ich hab nichts gespielt. Das ist super. Lass mal weg, 2 Monate. Nee. Okay. Marcel! Dann hab ich nichts mehr im Leben. Ich erinnere mich. Fucking Amar-Turnier, Paintball. Monte sagt, kannst du mir Hotspot machen? Ich will auf 50er Umdrehung rein. Was passiert hier? Wer bist du denn? Nein! Du hast Cristiano Ronaldo in Russland eingeklebt! Es war schon immer so, dass ich immer jünger aussah als die anderen. Und später, wenn ich dann älter bin und dann jünger geschätzt wird, dann ist gut, Marcel. Ne? Hatte ich auch immer, Digga. Das ist das gleiche, wie wenn ihr jetzt einen Babypimmel habt. Also stellt euch vor, ihr seid jetzt 24, ihr habt einen richtig kleinen Schwanz. Und ihr seid irgendwann 40, ihr habt einen kleinen Schwanz. Dann muss man auf euren Penis gucken und man denkt, ihr seid ein Baby, obwohl ihr erwachsen seid. Das heißt, euer Penis sieht viel jünger aus, als ihr eigentlich seid. Das ist extrem smart. Merkt euch das einfach. Klebt das bitte und schneidet das bitte einfach kommentarlos irgendwo rein. Er wird immer älter geschätzt. Ja. Was soll denn der kleine Front von der Seite? Ich hab mal meine Oma gefuckt, wie alt die dich schätzt. Sie hat gesagt, ich hab mal ihre Oma gefickt. Die meinte 40. 40 ist aber extrem konservativ geschätzt. Was gibt's denn da zu lachen da hinten auf den billigen Plätzen? Das ist sogar Memo hat sie jünger geschätzt. Ich sehe auch jünger aus. Monte hat so ein bisschen was von, in diesem Licht hat er was von Voldemort und Snape in einer Person, ich weiß nicht. Wollte Snape. Maschallah. Wenn ich mir Zigaretten hole, fragen die oft noch, Oha, hast du deinen Ausweis dabei? Ja, Digga, um zu checken, ob du nicht in der Risikogruppe bist, Alter, weil wer über 80 raucht, der stirbt. Was gibt's da zu lachen? Er hatte schon lange graue Haare. Jetzt sieht er grauer auf dem Kopf aus als ich. Ja, weil er jetzt verheiratet ist. Findet jemanden, mit dem ihr so zusammen lachen könnt und ihr werdet glücklich. Schreibt euch eine
Nicht der englische Mama. Es freut mich so sehr, Snape lachen zu sehen, no joke. Jetzt in der Corona-Zeit habe ich wieder ein bisschen zugenommen. Digga, er sieht aus wie... Bro, er sieht... Der Mann, er ist so eine Mischung aus Falco, Voldemort und... Ja, weiß ich nicht. Wieso macht er keinen Sport im Keller? Ja, die Fitnessstudios haben wir zu. Im Keller? Ja, er hat auch geschlossen. Ja, war eine 2 von 10 das Video, muss ich ganz ehrlich sagen. Hugo, du wirst wirklich immer schwächer, krass. Früher aufwendig hin und her geschnitten, Storyline gebaut, jetzt der Druck auf einmal da, einmal die Woche hochladen, wir scheißen auf Qualität. Digga, du wirst genauso schlimm wie ich. Schade, Mann. Schade.